Hallo, hier ist viele Feinde, viel Ehre und das hier ist ein Schlachtkommentar für Rome Total War. Das hier ist die Schlachtwiederholung von einem Freund von mir, also das ist nicht meine Schlacht, die ich hier spiele. Bloß das Spiel, was hier mein Freund ablegt, das ist so gut, dass ich mir gedacht habe, dass ich es zeigen sollte. Na gut, dann gucken wir uns mal seine Armee an. Sie besteht aus wie vielen Einheiten? Drei Einheiten gotische Kavallerie. 1, 2, 3, 4. Fünf. Nee, sogar sechs, wie heißen die, Elite-Axtkämpfer. Und drei, sechs Nachträuber. Und dazu hat er noch zwei Berserker-Einheiten. Also hat er... Achso, er hat sogar sechs gotische Kavallerie. Zwei, also drei, vier, sechs. Genau, er hat sechs Einheiten gotische Kavallerie, zwei Einheiten Berserker, sechsmal Nachträuber und sechsmal Elite-Axtkämpfer. Der Spieler hier kommandiert die Makedonen. Der Spieler hier die Griechen. Und der Spieler hier drüben die Römer. Das ist ein Vier-Spieler-Deathmatch. Und das wird ganz lustig ausgehen. Und wie gesagt, wir schauen uns dieses Deathmatch aus der Perspektive von diesem Spieler an. Und na dann, gucken wir mal, wie das so wird. So, die Aufstellungsphase ist vorbei. Und jetzt gucken wir uns erstmal die Armee des Makedonen an. Denn gegen ihn wird unser Spieler hier als erster antreten. Und dann gucken wir uns mal seine Armee an. Also zweimal Peltasten. Bogenschützen, ich glaube 3-4 Einheiten, und der Rest besteht aus hier, wie heißen sie, Royal Pikemen, oh Gott, die heißen auf Deutsch, wie heißen die dort, königliche Pikeniere, genau, und Phalanx Pikeniere. Ich glaube 4 Einheiten königliche Pikeniere, voll alle Upgrades, und 4 Einheiten Phalanx Pikeniere, dazu hier 3-4 Einheiten Gefährtenkavallerie. Und ja, unser Spieler hier hat den Vorteil, dass seine gesamten Einheiten auf dieser Seite versteckt sind und er muss bloß seine Kavallerie offensiv einsetzen, um die Fernkämpfer des Gegners zu vertreiben, und dann kann er den Gegner in die Falle laufen lassen. Also es sind vier königliche Pikeniere und vier Phalanx-Pikeniere, die der Gegner hier hat. Dann schauen wir uns mal um. Der Grieche hier spielt sehr defensiv, also insgesamt sechs Stadtkohorten, einmal Triaria und viermal prätorianische Kavallerie. Und dann kommen wir mal wieder zum Kampf, der uns interessiert. Hier bewegt jetzt der Makedone seine Truppen in Richtung der gotischen Kavallerie unseres Spielers. Also ich nenne jetzt einfach mal, jeder Apfel ist ein guter Apfel, denn das bedeutet hier sein Name auf Lateinisch. Also jeder Apfel ist ein guter Apfel. Nimmt jetzt seine gesamte gotische Kavallerie und wird die natürlich hier in den Wald bringen, denn dort sind auch seine gesamten Truppen, und der Makedone hat noch nicht diese Truppen entdeckt, also kann unser, jeder Apfel ist ein guter Apfel, kann ganz beruhigt sein und kann in Ruhe die Sache angehen. Auch hier drüben haben diese Teile der makedonischen Armee diese Truppen nicht entdeckt. Der Makedone weiß natürlich, dass ich nenne jetzt einfach Apfel. Der Makedone weiß natürlich, dass Apfel seine Truppen hier versteckt hat. Deswegen bewegt er die jetzt auf die Kavallerie zu. Und er hat die hier immer noch nicht entdeckt. Also die sind immer noch versteckt. Und das bloß auf ein paar Meter. Also da seht ihr mal, wie gut sich die Germanen verstecken können. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es wird jetzt gleich zur Schlacht kommen. Hier drüben, der Makedone umkreist die Armee unseres Spielers. Aber wahrscheinlich nicht mehr lange. Genau. Hier lässt er jetzt die Falle springen und greift an. Also der Makedone hat es richtig clever gemacht. Guckt hier, die
gotische Kavallerie, die hat er direkt gegen die Phalanx-Pikiniere anrennen lassen. Und hier macht er auch noch einen Flankenangriff. Taktisch sehr, sehr anspruchsvoll, gut gemacht. Und hier drüben hat er seine Phalanx-Pikiniere zurückgezogen, auf die er seine gesamte Infanterie losgelassen hat. Und das war auch ziemlich schlau gemacht. Und hier drüben ist jetzt der große Kampf am Rennen. Und so leid es mir auch tut, diese Phalanx-Pikiniere hier, die haben nicht die geringste Chance gegen diese Übermacht an gotischer Kavallerie. Und hier bringt der Makedone seine Kavallerie in Sicherheit. Und die Berserker hier konnten die Phalanx-Pikiniere zum Flüchten bringen. Und hier ist er auch an seinen Fersen geheftet. Obwohl der Makedone, sagen wir mal, taktisch gesehen besser spielt, haben die Germanen, ich weiß nicht, vielleicht durch den Wald oder so, die haben einfach den überlegenen Moralvorteil. Und deswegen, ja, ich mache jetzt kurz eine kleine Pause und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Hier kümmert sich Apfel um die letzten überlebenden Makedonen. Und es sind nicht viele. Hier sind noch ein paar vollständige Einheiten. Aber sonst ist da nicht viel mehr übrig geblieben. Hier sind noch ein paar versprengte Reste. Und jetzt ist der General erledigt worden. Seine Männer lernen jetzt die Furcht kennen. Sie werden die Flucht ergreifen. Zum Angriff! Also jetzt seht ihr, wie gut die Germanen sind, also in Sachen Kavallerie oder Berserker. Und hier drüben versucht der Makedone seine letzten Einheiten zu retten. Oder wieder neu zu sortieren. Und hier mache ich mal wieder kurze kleine Pause. Und wohlgemerkt, der Grieche und der Römer, die haben sich beide nicht bewegt. Ich glaube, die finden den Kampf hier zwischen den beiden, ich glaube, die finden den so gut, dass sie selber irgendwie keinen Bock haben zu spielen. Ist auch gut verständlich. Oh, hier bewegt er sich sogar. Okay, das wird aber noch etwa eine halbe Stunde dauern. Also konzentrieren wir uns wieder auf diesen Teil des Kampfes. Also so schlimm scheinen die Verluste nicht gewesen zu sein. Aber ja, also er hat noch praktisch seine gesamte Fernkampfinfanterie. Ja, und er hat noch eine Menge Phalanx-Pikiniere, bloß seine Kavallerie ist schwer angeschlagen. Der Kavallerie geht's nicht mehr so gut. Und hier ist eine Einheit Berserker, die haben immer noch Bock auf mehr. Ah, und hier kommt wieder die gotische Kavallerie angerannt. Und die Einheit Gefährtenkavallerie, die wird gesandwiched und die wird so schnell nicht wiederkommen. Auch die Phalanx-Pikiniere, die fliehen jetzt. Hier hat der Makedone einen taktischen Fehler gemacht. Er hat seine Fernkampfinfanterie zu weit vor seinen Phalanx-Pikinieren aufgestellt. Und hier wird sie gnadenlos von der gotischen Kavallerie aufgerieben. Ich weiß nicht, wieso der Makedone das gemacht hat. Auf jeden Fall, ich glaube, das war ein Problem mit dem Plänkler-Modus. Wie gesagt, lieber den Plänkler-Modus ausschalten, anstatt so eine Verluste zu riskieren. Ja, die werden hier total vernichtet, die Fernkämpfer. Also alles, was dem Makedon bleibt, sind ein paar Phalanx-Einheiten und eine Einheit Bogenschützen. Und derweil erledigt die gotische Kavallerie ihren Job. Also von der ehemals stolzen makedonischen Armee ist nicht mehr viel übrig geblieben. Achso, der hat doch noch 5 Einheiten. Und ich weiß nicht, was hier abgeht, aber vielleicht wittert der römische Spieler eine Chance in der Schwäche des Makedonen. Er hat hier eine Menge Truppen aufgestellt, um vielleicht in den Rücken des Makedonen anzugreifen. Also ich weiß nicht, was der Römer hier vorhatte, aber ich finde es ziemlich, naja, übergriffig, einfach mal so in den laufenden Kampf einzugreifen. Er hat ja, man könnte eigentlich wetten, dass er eh schon genug zu tun hat hier mit dem Griechen. Aber wieso er jetzt das macht, das bleibt für mich schleierhaft. Auf jeden Fall, der Makedone macht jetzt das, was man Flucht nach vorne nennt. Und zwar, da der römische Spieler die Regeln gebrochen hat, denkt sich der Makedone wahrscheinlich, ich mache es jetzt auch mal anders. Und
Und ja, jetzt ist natürlich ein bisschen chaotisch die Zustände, aber unser Spieler Apfel, der bleibt ganz ruhig. Oh, während seine gotische Kavallerie da hinten den Job erledigt. Dank der Reserven des Römers hier, die er ja im Wald versteckt hat, sind jetzt die makedonischen Einheiten auf der Flucht. Also ihre Moral ist wirklich schlecht. Hier hat er nur noch 2 Einheiten der Makedoner. Kriegsherr des Feindes flieht wie eine verschreckte Ziege. Jagt ihn! Ziegen kann man gut verspeisen. Ha! Also der Typ hat's echt kapiert. Naja, hier drüben hat die gotische Kavallerie vom Apfel viel Spaß. Und hier drüben die Griechen, ja, die frönen auch noch ihr Dasein. Aber die Stadtkohorten hier, die schauen eigentlich in die falsche Richtung. Was macht man da? Man ruft Apfel zur Hilfe. Hier ist er auch schon auf dem Anmarsch. Dann hoffen wir mal, dass er schnell in die Schlacht eingreift und dem ganzen Zirkus ein Ende bereitet. Also der Römer hat jetzt seine Reserven in die Schlacht geworfen. Und hier bringt er ein paar Einheiten des Griechen zum Fliehen. Und der Grieche, na, der geht weiter wenig taktisch vor. Er lässt seine Armee auseinandertreiben. Und es ist nicht gut, denn jetzt hat der Römer wieder den Hügelvorteil. Und unser Apfel kommt auch langsam anmarschiert. Also ist es im Großen und Ganzen immer noch die gleiche Situation wie vorhin. Ach so, und ja, die gotische Kavallerie, die hat natürlich auch noch ihren Spaß. Na gut, dann muss ich wohl wieder einen Zeitsprung machen. Hier lässt sich jetzt der Grieche umsingeln. Keine gute Idee. Der Römer hat hier eindeutig den Vorteil, aber wird er ihn auch ausnutzen? Das ist hier die Frage. Ja, jetzt greift er, oder greift an, ja, jetzt greift er in die Flanke des Gegners an. Schönen Pieler werfen erstmal. Und jetzt fliehen schon die ersten paar Griechen. Ja, das nenne ich mal einen Kessel. Also, der Grieche ist wohl besiegt. Seine letzten paar Einheiten leisten nur noch wenig Widerstand. Dann warten wir noch kurz, bis die griechischen Einheiten endgültig fliehen. Ach so, und jetzt kommt Apfel zur Rettung. Yay! Auf den haben wir schon die ganze Zeit gewartet. Unser Held greift jetzt mal aktiv ins Kampfgeschehen ein. Also es waren jetzt die Griechen, die geflohen sind, und jetzt kommt die gesamte geballte Macht der Germanen. Mit Kavallerieübermacht natürlich. Aber ich glaube, sogar diese gesamte Kavallerie kann nicht so viel gegen Stadtkohorten ausrichten. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Hier sind die Nachträuber im Nachteil gegenüber den Stadtkohorten, aber die werden jetzt umzingelt, die Stadtkohorten, und fangen sofort an zu fliehen. Aber der Makedon ist natürlich auch noch da. Also, was sollen wir machen? Aha, und hier fangen ein paar an zu fliehen. Ein paar Stadtkohorten. Und hier auch. Also das ist jetzt eine Massenflucht von der römischen Armee. Und ich glaube einfach, dass der Apfel wird gewinnen durch schiere Übermacht. Dann schauen wir uns noch die letzten Todeswehen des Makedonen an. Und hier, schöner Flankentreffer des Germanen. Und auch hier von hinten angegriffen, wunderbar. Also die Schlacht wäre gewonnen für unseren Apfel. Jetzt bleiben dann... Es ist kein Kampf mehr, es ist eine Jagd. Genau, eine Feiglingsjagd, wie ihr gehört habt. Also die Schlacht ist praktisch gewonnen, jetzt müssen nur noch hier 1-2 Einheiten verfolgt werden und dann wäre das Ding auch vorbei. Dann warten wir das mal ab. Also hier sind jetzt die Ergebnisse dieser Schlacht. Also Quisque malus bonum malum est, also jeder Apfel ist ein guter Apfel, hat 2157 Kills bei gerade mal 1339 aufgestellten Männern. Er hat noch 883 übrig.
Also ich hoffe, die Schlacht hat euch gefallen. Und ja, nicht vergessen, kommentieren und abonnieren. Tschüss.